Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir, Woche 1 nach der Leipziger Buchmesse. Und es ist noch ein total komisches Gefühl, jetzt wieder so hier zu sitzen und ja, jetzt über die vergangene Woche zu sprechen. Verzeiht mir meine etwas komische, nasale Stimme. Mich hat es leider nach der Buchmesse ein wenig erwischt, gerade der Hals stimmlich. Klang ich so bis Donnerstag gefühlt wirklich schrecklich. Bonnie Taylor wäre sehr stolz auf meine Stimme gewesen. Es geht jetzt schon besser, ist ein bisschen Schnupfen dazu gekommen, aber mich schreckt nichts, denn ich habe nächste Woche Urlaub und ich hoffe, dass dieser Gesundheitszustand so bleibt, er sich nicht verschlechtert und ich trotzdem den Urlaub genießen kann und nicht in den Krankenstand irgendwie komme. Also ich hoffe das jetzt einfach mal. Mich hat es nach der Messe so ein bisschen erwischt. Ich sage jetzt tatsächlich ein bisschen, weil es viele tatsächlich nach der Messe sehr, sehr viel schlimmer erwischt hat. Und an alle Kranken da draußen nach der Messe gute, gute Besserung. Ich habe das auf Instagram sehr viel gesehen, dass Leute aus dem Krankenlager sich melden oder dann eben auch aus dem privaten Messeumfeld, nenne ich es jetzt einfach mal so, viele, denen es wirklich mit einer Grippe total erschlagen hat. Also viele liebe Grüße an euch und gute Besserungen an alle. Es waren einfach zu viele Menschen. Ich möchte tatsächlich die Bücherwoche so ein bisschen mit der Messe beginnen, bevor es zu den wenigen Büchern dieser Woche geht, denn ich hatte tatsächlich so ein bisschen einen kleinen Messe-Blues und ich sag das jetzt mal so ganz bewusst so. Und deswegen ist lesetechnisch nicht viel bei rumgekommen. Hörtechnisch lief's gut, aber lesetechnisch tatsächlich eher nicht. Zur Messe. Ich war von Freitag bis Sonntag ja dort. Ich habe auch mit meiner Kleincam einiges gefilmt. Ich muss ehrlich sagen, ich war emotional noch nicht in der Lage, mir das alles so ein bisschen anzugucken. Ich war auch unter der Woche, ich hatte eine Spätschichtwoche, war ich nicht so in Stimmung, das mir so anzugucken. Ich habe mir oft unsere Bilder angeguckt, die gemacht wurden, die ich auch viele ja auf Instagram geteilt habe und gesehen habe. Vielleicht guckt da einfach mal. Wo es mir wirklich dieses Jahr ja sehr um die Begegnungen gegangen ist und ich habe wirklich ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt, wieder getroffen und wir hatten wirklich eine sehr geile Zeit und spätestens, wenn man sich sonntags mit Tränchen verabschiedet und sich dann in seiner Wohnung, wenn man daheim ankommt, ganz allein fühlt, weiß man, irgendwie war das ein geiles Wochenende und egal, ob es neue Bekanntschaften sind, die ich gerade in zwei Fällen besonders geschätzt habe und auch schätze, wie eben auch, wenn man einfach Freunde wieder trifft, mit denen man dann eben auch noch eine WG in einer sehr merkwürdigen Wohnung sozusagen hat, aber ja, es ist, ich sag mal so, wenn man die Augen zumacht und dort schläft, dann sieht ja fast jede Wohnung gleich aus, ne? Also, ja, mehr Details gar nicht so dazu. Das Schlimmste tatsächlich am Wochenende war der Schnee und dass Leipzig es nicht gebacken bekommen hat, sich um diesen Schnee zu kümmern. Zumindest war so der Anschein. Ich war zum Glück mit dem Auto unterwegs und habe auch zum Glück donnerstags noch die Schneesache im Auto gelassen. Ich habe donnerstag allen möglichen Ramsch sozusagen aus meinem Auto raus, also von Einkaufstüten über Einkaufsboxen, über was man so ein bisschen im Auto hat, raus, weil ich ja wusste, es werden ein paar Leute bei mir im Auto mitfahren, wir werden auch mal Gepäck haben und wollte einfach Platz schaffen. Und es soll natürlich auch ordentlich aussehen, wenn Leute mitfahren. Und der Schnee war, ich wollte tatsächlich auch das Schneezeug wegräumen und dachte aber, man weiß nicht, vielleicht wenn es nach trotzdem mal gefriert, dass du den Eiskratzer dabei hast. Und zum Glück habe ich alles drin gelassen, auch den Schneebesen, denn es hat massig geschneit. Wirklich Freitag, ich glaube, ich bin mit Jackie Fellgut um 18 Uhr rausgegangen aus der Messe und zum Essen gefahren und ich glaube, wir hatten wirklich so hoch Schnee auf dem Auto. Und Samstag ähnliche Spielchen, sowohl früh wie Nachmittag. Es war, ich persönlich, so als Hofer kennt man Schnee und gefühlt ist Hof auch besser vorbereitet auf Schnee. Und man hatte den Eindruck, Leipzig, wir wären irgendwie im August und es hätte ganz merkwürdigerweise geschneit.
Keiner wurde dem Herr, Straßenbahnschienen waren eingefroren, irgendwelche Weichen am Bahnhof, es ging nichts mehr am Zug, Flieger mussten umkehren, Züge sind nicht weitergefahren ab gewissen Orten, nichts ging mehr in Leipzig. Der Samstag war besonders schlimm, weil auch viele nicht heimfahren konnten, viele nicht angekommen sind und man sich nur so dachte, Gott sei Dank sind wir schon hier, Gott sei Dank haben wir ein Auto und auch wenn eine Strecke zu unserem Restaurant abends angezeigt wird mit 20 Minuten und man sitzt gefühlt 1,5 Stunden im Auto. Ja, es war absolutes Chaos. Es wird uns so in Erinnerung bleiben, als auch meine erste Messe, die ich im Schnee verbracht habe, im extremen Schnee. Ich weiß, dass, glaube ich, bei der ersten oder zweiten Messe auch noch Schnee lag. Das aber nicht weiter schlimm war, weil er eben schon lag. Aber so dieses, hier so extremst ausufern, das war schon echt heavy. Ja, man war auch nicht vorbereitet. Ich hatte Turnschuhe an, ich hatte eine Lederjacke an. Zum Glück habe ich noch einen dicken Schal angehabt, weil es mich morgens immer mal ein bisschen friert. Und ich glaube einfach, ja, das hat natürlich so dazu beigetragen, dass es dem Hals nicht besonders gut tat. Und dann so Sonntag auf der Heimfahrt war aber zum Glück auch die Autobahn frei. Ich war ziemlich schnell zu Hause, konnte auch wunderbar mein Auto noch so ein bisschen mit Gas besteuern sozusagen und habe das dann auch sehr genossen, so in die Sonne gefühlt zu fahren, auch wenn in Hof ein bisschen Schnee lag. Aber Leipzig ist da wirklich schon irre gewesen. Das Schöne wiederum am Schnee war, denn es gibt ja auch immer bei etwas Negativen etwas Positiven, ist, dass Nitti und ich zum Beispiel Freitagmittag um 12 durch Gänge tanzen konnte. Ihr habt vielleicht das in der Story gesehen. Das kam man sonst nicht am Samstag. Also man denkt ja immer so, der Samstag ist ja wirklich proper voll und ich war bis jetzt ja auch immer samstags, sonntags auf der Messe. Dieses Mal ja freitags, was schon sehr angenehm war. Und der Samstag ist wirklich immer schlimm. Also wirklich, da wird man manchmal nur durchgeschoben. Und das hatte man gefühlt tatsächlich nicht. Klar gibt es immer wieder Bereiche, in denen sich das schon staut, gerade wenn Fitzek irgendwo eine Signierstunde hat. Aber wir konnten tatsächlich umhertanzen und es war wirklich sehr schön. Also es war wirklich meine entspannteste und gleichzeitig schönste Messe, die ich bisher hatte. Auch einfach den Menschen, die mich umgeben haben, danke ich einfach dafür. Für die Zeit, für die Momente, für das Lachen, für das Singen und für die tollen Gespräche und auch die, die ich neu kennengelernt habe. Das es war einfach toll. Also es war ein sehr begegnungsreiches Wochenende, das mich so wirklich dann allein zurückgelassen hat, als ich Sonntagabend auf meiner Couch saß und dachte, und nun, ne? Und ich dann auch wirklich, seit Donnerstag das letzte Mal was gelesen hatte und Montag nichts lesen konnte, Dienstag auch nicht. Es begann dann tatsächlich so ein bisschen Mittwoch wieder mit dem Lesen, als das Leseclub-Buch begann. Und ich dann zwischendrin schon so ein bisschen noch was fertig gelesen habe. Gehört habe ich tatsächlich viel Musik und sehr viel Clifton-Saga. Das hat wunderbar geklappt. Und zu denen kommen wir dann. Ich zeige euch jetzt mal noch schnell meine Ausbeute aus der Buchmesse. Einfach, weil ich nicht möchte, dass sie vielleicht in den Neuzugängen nächste Woche dann vielleicht irgendwie ein bisschen untergehen könnten. Einfach so auch im Schnelldurchlauf. Ja, direkt Freitag früh bin ich am Badewannenbuchstand entlang gegangen und habe Jens kennengelernt, der dieses ganze Projekt, diesen Verlag sozusagen auch leitet und sich auch das ausgedacht hat. Und er hat mir den neuen Thriller für die Wanne in die Hand gedrückt. Still liegt der See. Und ich habe da ja schon drei Bücher von, die ich wirklich super fand, die mir Spaß gemacht haben in der Badewanne. Und es war auch so ein cooles Gespräch mit Jens und hat mir Spaß gemacht, da an diesem Stand zu stehen und auch so alle, das ganze Sortiment sozusagen sich anzugucken. Und das hat mir unglaublich gut gefallen und das durfte mit. Da danke ich auch Jens nochmal und freue ich mich dann auch sehr aufs Lesen. Dann hat uns Matthias Arnold am Freitag angesprochen. Das ist ein, ich sag jetzt mal, Kinder-Hörspiel-Autor. Und er hat nach einem längeren Gespräch festgestellt, wir könnten uns ja vielleicht sogar irgendwie kennen. Im Sinne von, er weiß, dass es Booktube gibt und ich habe jetzt zwar keine Kinder, freue mich aber auf das Kinderbuch Leo und die Abenteuermaschine. Und sein Ziel seiner Hörspiele ist, intelligente Hörspiele für Kinder ab 4, glaube ich, und manche sind ab 7, zu schreiben und zu produzieren, weil er sagt, dass eben sehr oft Müll so dabei ist bei diesen Kindergeschichten und dass da Tatsachen verdreht werden. Und ich fand das wirklich super spannend. Hier hinten sind auch nochmal so alle abgebildet. Und hier hat man eben
ja, das Abenteuerbuch dazu. Und ich werde mir das anschauen und es gibt ja auch im Freundes- und Bekanntenkreis durchaus Kinder in diesem Alter, denen man das mal zeigen kann und ich da mal so ein bisschen gucken werde. Und ich denke mal, das ist nicht das letzte Mal auf meinem Kanal, dass ihr was davon hört. Weil ich fand diese kreativen Menschen, sowohl Jens von Wannenbuch als auch Matthias mit den Kinderbüchern, ich finde so kreative Dinge und Menschen, die einfach machen und ja, allem zu Trotz sozusagen etwas tun, was sie für gut und richtig halten, das finde ich einfach sehr beneidenswert und ich denke mal, dass man da auf jeden Fall vielleicht, wenn ich das Buch gelesen habe, wirklich mit wunderschönen Zeichnungen, also auch wirklich ganz, ganz toll und ich habe die Hörspiele jetzt schon einigen Freunden auch empfohlen und gesagt, guckt euch das mal an. Ich bin auch auf das Feedback sehr gespannt und habe mich sehr gefreut, dass ich ein signiertes Büchlein bekommen habe. Auch signiert zum Frühstück im Auto habe ich bekommen von der lieben Jackie das Päckchen als Buchversion und ist es nicht ein kleines Träumchen? Ja, das ist ja wirklich ein absolutes Highlight-Buch von der lieben Jackie, das ich unglaublich geliebt habe und liebe. Und ich hatte es noch nicht im Regal. Alle Jackie-Bücher stehen, glaube ich, da drüben, ja, in meiner neuen Ordnung. Und ich glaube auch, dass das ein Buch ist, was man sich so hinstellt und es einfach, also es ist einfach schön. Und sie hat es natürlich auch signiert dann im Auto und ich habe auch ein kleines Lesezeichen noch dazu bekommen. Ich habe auch als andere an Fanmaterial abgestaubt, weil tief im Innern ist man natürlich Fan und ja, es war einfach schön. Also auch wirklich die Zeit mit Jackie war eine sehr besondere. Es hat sich ja da auch eine liebe Freundschaft entwickelt. Und es war schön, dass wir so 3 Tage miteinander Zeit verbringen konnten. Und bei uns hat ja die Messe, also für mich hat ja die Messe mit Jackie angefangen. Und auch mit Jackie sozusagen Sonntagnachmittag dann beim Kaffee und Kuchen geendet. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich jetzt das Päckchen, das wirklich sehr, sehr schön ist und auch eine tolle Story hat, dass ich das jetzt im Regal habe und es ist einfach, also es ist grandios optisch. Also ich bin ja nicht der Coverkäufer und auch nicht jemand, der ein Buch nach seinem Cover beurteilt, aber hier steckt auch das drin, was das Cover verspricht und einfach toll. Also super, super schön. Dann habe ich durch eine Freundin bin ich auf Fabian Karl gestoßen. Der ist wohl mit in der Sendung Bares für Rares und Fabian Karl ist immer auf der Jagd nach Kunst und Kuriositäten und hat jetzt ein Buch geschrieben, Der Schatzsucher. Mir hat Fabian Karl bis zu diesem Zeitpunkt nicht sehr viel gesagt. Meine Eltern kennen den von Bares für Rares und meine Freundin hat eben gesagt, sie hätte gerne eine signierte Ausgabe von ihm. Und ja, als ich dann schon dort stand und dachte, naja, wenn du den jetzt schon vor dir hast, das ist ein ganz sympathischer Kerl gefühlt im Fernsehen gewesen. Und das ist eben so ein Antikjäger, der auch, glaube ich, ein Schloss irgendwie hat mit seiner Familie. Ich weiß es gerade gar nicht. Genau, Barockschloss, Brandenstein und ja, habe dann 2 Bücher gekauft, habe die auch natürlich signiert bekommen. Und es war ein mega geiler, sympathischer Kerl. Und ja, hat mir super gut gefallen, ihn kurz zu treffen. Und ja, und das letzte Buch habe ich dann vom DTV Verlag bekommen. Und zwar Wonder Woman, Kriegerin der Amazonen. Das ist ja der Auftakt dieser Superwoman-Reihe oder Superhelden-Reihe, wo auch Sarah J. Maas was schreiben wird. Jetzt ist es ja hier Leigh Bardugo. Ich weiß gar nicht, wie die Reihenfolge ist hier. Marie Lou wird was schreiben, Sarah J. Maas. Und Matt de la Peña, den ich nicht kenne. Es gibt da noch Batman, Catwoman und Superman. Und auf Batman bin ich persönlich sehr gespannt, weil ich den über alles liebe. Und das so mein düsterer Held ist, den ich seit der Kindheit großartig finde. Zu Wonder Woman habe ich mir noch gar keine Vorstellung gemacht. Ich kenne auch den Film nicht oder ähnliches. Ich bin einfach sehr gespannt, ob mich das begeistern kann. Es war auch ein sehr cooles Gespräch mit dem Verlag. Und ja, als wir dann alle ein Büchlein in der Hand hielten, waren wir natürlich auch sehr, sehr glücklich. Und ja, das war jetzt sozusagen der kurze Messebericht, wirklich nur kurz. Ich hoffe, das war so ein bisschen okay. Ich glaube, dass sich der Vlog tatsächlich eher um die Eindrücke vermitteln wird, also wirklich so die Gänge, die Halle, die Stände, die Fotos, die ich gemacht habe. Ich glaube, dass ich dazu nicht viel sagen werde. Ich wirklich so, ja, es ist wirklich wie ja, so ein bewegtes Video, was natürlich immer ein bewegtes Video ist. Ja, ihr wisst, wie ich es meine, hoffe ich. Ja, das im Grunde so machen werde und ja, vielleicht nur das ein oder andere einsprechen werde, aber nicht so wie jetzt, so mit diesen Erfahrungen dazu.
Ja, aber natürlich geht es in der Bücherwoche auch um Bücher und ich habe tatsächlich schon ein bisschen was gelesen und vor allem gehört. Fangen wir einfach mal mit der Übersicht an. Ich habe beendet Die Wege der Macht von Jeffrey Archer. Das ist der 5. Teil der Clifton-Saga und ich habe bis auf 3 Stunden von 14 auch schon Möge die Stunde kommen von Jeffrey Archer gehört. Das ist der 6. Teil. Und das bedeutet, wenn jetzt der 6. rum ist, habe ich tatsächlich nur noch einen Teil vor mir. Und das versetzt mich schon leicht in Schrecken. Aber gut, wir gucken. Hören ging wirklich sehr, sehr gut. Was auch noch relativ gut ging, ist das Lesen von Gestalte dein Journal mit der Bullet-Methode von Jasmin Ahrensmeier, einer YouTuberin, die mit dem Südwest-Verlag im Grunde ein Buch über das Bullet-Journaling herausgebracht hat. Hatte ich schon vor der Messe angefangen, darin zu lesen, ja, mich da so ein bisschen einzulesen und habe diese Woche immer mal wieder reingeguckt und habe es dann im Grunde auch beendet. Dann habe ich als E-Book gelesen, weil ich dachte, das ist was für zwischendurch. Hin und weg verliebt, Alaska wider Willen von Al McCoy. Hier habe ich Elvira Zeisler, das ist die Autorin hinter dieser Reihe, am Freitag beim Abendessen getroffen. Und ich habe von Elvira früher schon mal 2 Fantasy-Werke gelesen. Und sie hat mir dann natürlich auch so ein bisschen von ihrer neuen Reihe erzählt. Und ich fand das tatsächlich ganz interessant, dass es mal eine Liebesgeschichte irgendwie in Alaska gibt. Also nichts Flirty-mäßiges am Malibu-Strand oder in New York City, sondern Alaska. Und habe mir dann den ersten Teil der Reihe, ich glaube, am Sonntag, also den 3. Teil der Reihe, das 1. Buch für mich aus dieser Reihe, am Sonntag heruntergeladen und habe es dann diese Woche auch gelesen. Und dann haben wir im Leseklub gestartet mit Der Teufel von New York von Lindsay Fay. Das ist unser Märzbuch, ist ein historisches Buch, was 1845 startet, als die Polizei im Grunde gegründet wird. Und ich glaube, das gemeinsame Lesen hat mich so ein bisschen aus diesem Leseloch auch herausgebracht, weil ich dachte, naja, du musst jetzt lesen. Nein, ich muss natürlich nicht, aber es hat mich natürlich schon angeregt, da dann einfach zu lesen. Und dann ging es gefühlt wieder wie von selbst. Aber wir beginnen jetzt natürlich von vorne mit der Clifton-Saga. Und ich muss, glaube ich, nicht mehr viel dazu sagen. Ja, ich habe Teil 5 beendet und Teil 6 begonnen, beziehungsweise gefühlt auch schon fast beendet. Das ist jetzt wirklich nicht mehr viel, ich glaube 2,5-3 Stunden von 14 ist nicht mehr so, das viele. Und dann kommt tatsächlich schon der letzte Teil. Ja, was soll ich zur Clifton-Saga sagen? Sie hat mich gepackt. Sie hat mich in den Bann gezogen und ich habe es die letzten Wochen ja immer wieder gesagt, ich mag die Geschichte um die Cliftons, um die Barringtons. Ich mag die Welt, die wir, das England der Zeit. Es begann ja 1920, jetzt sind wir, glaube ich, in den 70er Jahren. Und es ist, oder sogar schon 80er, nein, ich glaube noch in den 70ern. Und es ist halt so ein Mitriss der Zeit, Dinge, die da passiert sind, sowohl politisch wie eben historisch. Wie sind Dinge angegangen worden in der damaligen Zeit? Das hat natürlich schon historischen Charakter und wird einfach so locker leicht erzählt. Und man hat ganz viele Perspektiven, natürlich so die Hauptcharaktere, wenn wir hier natürlich Harry Clifton haben, wir haben Emma Clifton, wir haben Charles Barrington, den Bruder von Emma, wir haben nächste Generationen, die uns was erzählen und das ist so viel Menschliches drin, es ist aber auch so viel Ernstes drin und Echtes drin und eben auch Politisches drin und es ist so eine Mischung. Es wird nie langweilig. Es gibt manchen Rückblick, den ich tatsächlich immer mal ganz schön finde, wenn man sich so an alte Zeiten erinnert. Und ich habe bei manchen Rezensionen gelesen, dass das manche stört, dass eben die Wiederholungen so überhand nehmen. Und ich mir so denke, ich finde es schön, mit den Charakteren alt zu werden und mit den Charakteren dann natürlich auch in Erinnerungen an früher zu schwelgen. Und ich glaube tatsächlich, dass man das vielleicht sogar noch mehr zu schätzen weiß, wenn man die Bücher, also jetzt, ich glaube, jedes Buch ist ja so nach einem halben Jahr erschienen. Und wenn man jetzt so denkt, bei Teil 6 hat man ja gefühlt wahrscheinlich schon 2,5-3 Jahre hinter sich. Und wenn man dann einfach nochmal so erinnert wird, und klar ist das natürlich, wenn man es hintereinander wegliest, da braucht man keine Erinnerung. Aber ich finde es schön, wie so über die eigene Vergangenheit von den Charakteren dann auch einfach gesprochen wird. Und was ich bei Jeffrey Archer sehr zu schätzen weiß, ist, dass er nicht raushängen lässt,
dass er weiß, wie die Geschichte geschrieben ist. Also man bekommt, hat keine neunmal klugen Charaktere, was ja sehr oft leider in historischen Romanen durchaus auftauchen. Wie man eben, also man kann das den Zweiten Weltkrieg ja immer wunderbar hernehmen, dass es dann eben in Vorgeschichten sehr oft der Fall war, dass dann Leute sagen, ich wusste ja gleich, was Hitler für einer ist. Oder ich wusste gleich, wie Stalin getickt hat. Oder solche Dinge, ne? Oder wenn man dann auch in manch schlechten historischen Romanen über Heinrich den VIII, ja, war doch logisch, was der mit Frauen tut, die er nicht mehr braucht. Und ich denke so, nein, ich bezweifle, dass man das wirklich wusste zu einer Vorzeit. Oder wenn man in der Geschichte, also wir stecken ja jetzt auch in der Geschichte, in 50 Jahren guckt jemand auf die Zeit und stellt sich vielleicht auch die ein oder andere Frage, die wir uns durchaus jetzt auch stellen, aber natürlich aus einem ganz anderen Zusammenhang heraus. Und ich mag es nicht, wenn man im Nachgang die Geschichte eben kennt und so tut, als hätte man die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und Jeffrey Archer macht das eben nicht und das finde ich großartig. Also ich mag das sehr, dass er das sehr neutral erzählt, auch die Charaktere überrascht wirken lässt, wenn etwas geschichtlich Merkwürdiges passiert und ich mag das sehr. Also ich mag das ist auch wie bei Dan Simmons, der das auch ohne Wertung rüberbringt und ich mag das auch bei Jeffrey Archer sehr und das ist mir immer sehr wichtig, weil ich mich wirklich über dieses neunmal Kluge sehr ärgere, weil ich denke, mir erzählt keiner, dass jemand schon 10 Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg wusste, also ja, natürlich weiß man bestimmt als politischer, intelligenter Mensch, wo irgendwas hinführt. Wenn das aber der Fall wäre, dann wäre jetzt in unserer Zeit, würden Dinge auch anders laufen. Man weiß es eben einfach nicht. Man kann in 10 Jahren nicht sagen, ich hätte da das und das so und so machen müssen. Das kann man durchaus machen, aber nicht dieses, ich wusste und bin dann nicht überrascht. Also, ihr versteht, wie ich es meine. Und das mag ich bei Jeffrey Archer wirklich sehr gerne. Und ich bin jetzt schon gespannt, in was für einen Abgrund mich diese Geschichte ziehen wird, wenn sie beendet ist. Ich brauche da auf jeden Fall Nachholstoff und bin heute beim Austausch mit der lieben Miri drauf gekommen. Es erinnert manchmal so vom Erzählstil an Fackeln im Sturm. Also nicht von, die Geschichte spielt ja nochmal 100 Jahre vorher, aber so eben, dass man so eine Familie über Jahrzehnte natürlich verfolgt. Auch bei der Clifton-Saga ist das ja so. Und ich überlege tatsächlich, ob es Fackeln im Sturm als Hörbuch gibt, weil gelesen habe ich es vor 20 Jahren und auch die Serie liebe ich immer sehr. Die kommt, glaube ich, auch, kommt die nicht immer mal Ostern? Da könnte man tatsächlich mal gucken für nächste Woche. Habe ich nicht mal die DVDs? Es wird, glaube ich, Zeit, dass ich... Ja, ich hätte richtig Bock auf Fackeln im Sturm. Mal gucken, ob es das vielleicht als Hörbuch gibt. Ich weiß es tatsächlich nicht. Wenn ihr das vielleicht wisst, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Weil ich glaube, ich wäre gerade so in diesem Feeling, mich da so ein bisschen fallen zu lassen und von England dann eben in die USA überzugehen. Und auch so ein Krieg, der total mehr oder weniger sinnlos war. Man hätte das bestimmt auch anders regeln können und... Ja, wie bin ich da jetzt hingekommen? Ich weiß es nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, die Clifton-Saga hat mich im Bann und ich denke mal, dass ich nächste Woche wohl auch den 7. Band beenden werde. Ich habe Urlaub und ich mag es tatsächlich auch im Urlaub gerne einfach mit Kopfhörern da zu sitzen und hoffentlich die Sonne wie heute so ein bisschen zu genießen und einfach da zu sitzen und zu hören. Ich habe auch vor, das ein oder andere in meiner Wohnung aufzuräumen, auszuräumen, auch mal auf den Dachboden zu gehen. Jetzt kribbelt es in der Nase und... ja, da kann man auf jeden Fall auch wunderbar Hörbuch hören. Ja, während ich Clifton höre, habe ich schon in der Woche vorher angefangen mit Gestalte dein Journal mit der Bullet-Methode von Jasmin Ahrensmeier, ein Buch aus dem Südwestverlag, was mir auch von diesem zur Verfügung gestellt wurde. Ich kenne Jasmin Ahrensmeier als YouTuberin, als Jasmina, glaube ich, heißt ihr Kanal. Ich weiß gar nicht, ob ein Bildchen von ihr drin ist. Und sie ist da vielleicht auch manchen durchaus ein Begriff. Und ich mag ihre ruhige und sachliche Art unglaublich gerne. Ich bin ja kein Fan von Leuten, die so angeknipst sind, obwohl ich durchaus bestimmt manchmal auch zu den Angeknipsteren gehöre. Aber ich mag es, wenn man morgens so beim Frühstück ist, wenn man so ein bisschen entspannt noch sein möchte, mag ich ihre Videos gerne. Und ich mag auch ihre Bullet Journal Videos. Und ich habe mir da schon immer sehr, sehr viel Inspiration geholt und war natürlich jetzt total gespannt auf dieses Buch, was sich eben ja wirklich mit diesem Bullet Journal
beschäftigt. Es sind unglaublich viele Ideen drin, was man, wie man, wo man anfängt, mit welchen Büchern, mit welchen Stiften, was das typische Bullet Journal System überhaupt ist, wie es funktioniert, was man damit tracken kann, für wen, was, wie es auch immer geeignet ist. Und ich finde es ein unglaublich schönes Buch. Es ist, glaube ich, mit das schönste von der Gestaltung her Buch, was ich je zu diesem Thema und zu anderen Themen dieser Art gesehen habe. Also wenn man das jetzt als Sachbuch betrachten möchte, ist es, glaube ich, von der Aufmachung, es ist so liebevoll gestaltet und es ist mit wunderschönen Bildern auch gestaltet. Also man sieht hier zum Beispiel ja die einzelnen Umrandungen, wie man eben Kästchen im Grunde malen kann, und es gibt so viele Ideen, die auf Bildern festgehalten wurden von ihr, und man merkt einfach die Handschrift von Jasmin, wie ich finde. Und ich fand das großartig. Ich finde das wunderschön, was uns Jasmin da alles zeigt. Und ich finde, für alle, die mit dem Bullet Journal anfangen wollen oder die vielleicht schon angefangen haben und noch Ideen suchen, geht einmal auf ihren Kanal. Ich packe ihn natürlich unten in die Infobox und holt euch dieses Buch. Ich bin jetzt ja schon 1,5 Jahre dabei. Ich glaube, ich habe September 16 angefangen, und man hat so das Gefühl, man weiß schon fast alles. Man kennt die Grundidee, man weiß, für was es da ist, was man tun kann. Man hat schon jeden Monatsübersicht ausprobiert, und Jasmin schafft es, selbst mich, alten Hasen, noch mit neuen Ideen und Gedanken irgendwie, ja, hinterm Ofen hervorzulocken, wie man so sagt. Also großartig gemacht, auch wie sie darüber berichtet. Es wirkt zwar immer, ja, sehr sachlich, aber man spürt so ihre Euphorie dahinter. Und wenn man sich dann eben noch Jasmin so dabei vorstellt, weil man sie von den YouTube-Videos kennt, dann ist das großartig. Also ich bin da wirklich ein Fan von diesem Buch. Ich habe mir auch einige Dinge markiert, die ich unbedingt mal ausprobieren möchte. Natürlich ist nicht alles was für mich. Es sind viele Tipps auch dabei, wenn man eben selbstständig ist, die man einbringen kann, was man alles tracken kann. Und ich bin tatsächlich wahrscheinlich gar nicht so der klassische Bullet Journal Nutzer, weil ich bin keiner, der sich morgens eine halbe Stunde eine Liste macht mit Dingen, die er über den Tag tut. Ich bin eher der Macher und mache sie einfach schon in der halben Stunde. Und das unterscheidet mich wahrscheinlich tatsächlich schon eher von dem klassischen Bullet Journal Nutzer, der das eben hat, um wirklich sehr viel zu tracken. Ich bin auch keiner, der seinen Schlaf trackt oder wie oft er Yoga macht oder meditiert. Ich bin dann jemand, der macht das einfach. Und ich brauche tatsächlich auch das nicht, es getrackt zu haben. Ich finde den Gedanken ganz schön, dass man das tut, und ich habe ja auch schon No-Spend-Monate gehabt, wo ich eben einfach gesagt habe, kein Buch kaufen. Es gab mal einen Monat, habe ich gesagt, da gehst du, nur zweimal hast du die Möglichkeit, zu DM zu gehen, ob ich das schaffe. Sowas macht immer mal Spaß, so als Challenge das zu betrachten. Aber ja, da ist halt jeder Mensch so ein bisschen anders. Deswegen ist nicht alles da drin für mich brauchbar, aber ich habe es unglaublich gern gelesen. Und ich finde wirklich, es ist mit so viel Liebe und Leidenschaft gestaltet, und ich bin wirklich so froh, dass ich es im Regal stehen habe, mir jetzt die ein oder andere Idee holen kann und mir auch wirklich viel Input gegeben hat, dass ich mein Bullet Journal jetzt mit ganz anderen Augen sehe und vielleicht doch das ein oder andere, was ich vorher für merkwürdig erachtet habe, mit jetzt einer Erklärung dahinter, durchaus einfach mal ausprobieren werde. Und es hat mir unglaublich gut gefallen. Ich kann es wirklich nur empfehlen für alle, die ihr Journal im Grunde mal selbst gestalten wollen. Die sind hier absolut richtig, und ich habe mir eben einiges an Tipps und Dingen und Vorlagen einfach mal markiert und werde die auf jeden Fall auch die nächste Zeit einfach mal ausprobieren. Ich meine, der April steht ja fast vor der Tür. Da wird es jetzt Zeit, dass ich mich um den April auch in meinem Bullet Journal kümmere. Zum Glück habe ich nächste Woche mal Urlaub. Und ihr seht da ja von mir auch immer Bilder auf Instagram, und werdet da vielleicht dann auch die ein oder andere Umsetzung der Ideen hierin sozusagen sehen, und ich kann das wirklich nur empfehlen. Also es war wirklich ein Lesegenuss, sage ich tatsächlich, der mir viel Spaß gebracht hat und mich diese Woche auch wieder so ein bisschen gepackt hat, sich mal im Bullet Journal doch ein bisschen mehr zu widmen. Und hat mir sehr, sehr gefallen und hat mich so ein bisschen ins Lesen auch wieder gebracht. So auch Hin und Weg verliebt von Alan McCoy.
Das ist der dritte Teil der Alaska Widerwillen-Reihe. Jeder Teil ist aber für sich abgeschlossen. Man trifft nur immer wieder die gleichen Charaktere. So habe ich das zumindest von der lieben Elvira Zeisler Freitagabend gehört. Und Elvira Zeisler habe ich eben am Freitag getroffen und wir haben uns so ein bisschen über ihr Pseudonym unterhalten, über ihre Fantasy-Geschichten und dann natürlich auch über ihre, ich sag jetzt mal, Liebesromanreihe, wo jetzt eben Hin und Weg verliebt auch zugehört. Ich bin da ja bei Liebesromanen, ich bin jetzt ja nicht der größte Fan, dachte mir aber jemand, der gute Fantasy schreibt, vielleicht bekommt er es auch hin, eine gute Liebesgeschichte zu schreiben. Und war total gespannt und haben mir am Sonntag eben direkt diesen dritten Band im Grunde geholt. Aktuell Aktionspreis, ich glaube 99 Cent. Und da die Geschichten eben ineinander abgeschlossen sind, dachte ich, kannst du auch durchaus mit dem dritten Teil beginnen. Und wir haben hier das Szenario, dass Liv, ich glaube, sie ist wahrscheinlich der Charakter aus dem ersten Teil, dass Liv im Grunde in Alaska geblieben ist, dort ihre große Liebe gefunden hat und Beth jetzt eben dahin reist. Beth ist so ein bisschen Dauersingle gefühlt, ein bisschen unglücklich, glaube ich, auch in ihrer Rolle. Und sie packt ihren guten Freund Ryan ein, der, ich glaube, die waren auch mal ein Paar und haben sich dann aber eben getrennt und sind Freunde geblieben. Allerdings empfindet Beth noch etwas für Ryan. Und die fliegen eben zusammen nach Alaska zu dieser Hochzeit. Und da kommt es natürlich zu Irrungen und Wirrungen, denn wenn eine Frau in einen Mann verliebt ist, der theoretisch auch irgendwie denkt, ja, irgendwas ist da schon, und dann versucht man mit anderen, die man kennenlernt, zu flirten, um den anderen vielleicht auch eifersüchtig zu machen, dann nimmt diese ganze Geschichte dann sozusagen auch so ein bisschen Fahrt auf und nimmt Wendungen an, die ich tatsächlich sehr gelungen fand. Ich mochte die Charaktere in der Geschichte von Elle McCoy, Elvira Zeisler. Ich fand das richtig schön gezeichnet. Ich mochte die Tiefgänge der Charaktere. Ich mochte, wie uns Alaska näher gebracht wurde. Ich fand überhaupt diese Idee, dass eine Geschichte mal in Alaska spielt, großartig. Also das ist so, man ist ja sonst immer an Orten, wo die Sonne scheint, wo ein Strand ist, wo Meer ist, wo Gebirge vielleicht noch ist, wo ein schöner See ist. Wir sind hier mitten in Alaska, das total gefühlt ja unsexy ist, aber eben für unsere Charaktere ja etwas Ruhiges und Besonnenes hat und was eben unsere Charaktere auch gerade brauchen. Und ich fand diese Idee auch sehr toll umgesetzt. Also das hat mir gut gefallen, so dieses Alaska kennenzulernen und zu sehen und so ein bisschen damit dabei zu sein, das zu entdecken. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Ich mochte auch Beth, ich mochte Ryan, ich mochte die Nebencharaktere, die auftauchten, die zu keiner Zeit irgendwie blass geblieben sind, was ich bei Liebesgeschichten ja sehr oft bemeckere, dass wir eben unseren Hauptpart haben und um alle anderen kümmert sich der Autor nicht. Das hat man hier eben nicht. Und das hat Elle McCoy, Elvira Zeisler wirklich großartig gemacht und hat mir unglaublich gut gefallen. Also das muss man tatsächlich sagen, eine Liebesgeschichte führt zwischendurch, keine Frage, ist jetzt nicht weltbewegende Literatur, muss es aber auch gar nicht sein, die mich tatsächlich auch so ein bisschen aus diesem Leseloch herausgebracht hat, wo ich so dachte, oh ja, 250 Seiten, das liest du jetzt einfach mal, fängst du an, und ich war wirklich so im ersten Schwips mit den ersten 100 Seiten durch und dachte, das ist ja cool. Also das war wirklich so ein Glücksgefühl mit diesen, ja, auch wahrscheinlich den Hormonen, die das Buch ausstrahlt, die mir gefallen hat. So dieses Flirty, dieses Kennenlernen und eben ein bisschen prickelnd, aber ganz wichtig, eben nicht zu viel und nicht zu unrealistisch, sondern schon vorstellbar. Natürlich muss man sagen, war ein gewisses Grad an Drama in dieser Geschichte, wo ich dachte, oh, zum Glück ist das nicht dein Leben, das wäre dir zu viel Drama. Für Erwachsene war es mir persönlich auch einen Hauch zu viel Spielchen. Ich glaube, dass man dieses Spielchen spielt, dieses ich rufe dich nicht an, er ruft mich auch nicht an und dann meldet sich keiner von beiden, dass man das vielleicht immer, also ich spreche von meiner Welt, vielleicht so bis 18 getrieben hat.
also ich weiß nicht, ich war noch nie ein Freund von Spielchen. Ich war schon immer ein sehr direkter Mensch und kann deswegen auch oft mit Liebesdreiecken und Liebesgeschichten der klassischen Art nicht viel anfangen, weil ich mich überhaupt nicht in Frauen hineinversetzen kann, die einen Mann irgendwie zappeln lassen, die da dann mit einem anderen flirten, um den eifersüchtig zu machen, wo ich denke, oh, dieses Drama, es wäre mir viel zu anstrengend. Und ich hätte da gar keine Lust zu, mal ganz, auch andersrum nicht, ne? Und ich denke mir halt auch immer so, wie ich hineinrufe, kommt es zurück, ne? Und das spricht dann hoffentlich für mein gutes Karma. Und das war natürlich in der Geschichte schon an mancher Stelle, ich sage mal, grenzwertig. Ich fand gut, dass Elle McCoy es geschafft hat, es auf meiner Ebene zu belassen, weil ich so dachte, ja, bis dahin gehe ich mit, tiefer und weiter wäre ich nicht gegangen. Das hat wirklich gut geklappt, wo ich mir dachte, okay, die Anfänge der Spielchen waren ganz okay, aber mehr hätte es auch für mich nicht sein dürfen. Also ich fand wirklich, das war fast eine Liebesgeschichte auf mich zugeschrieben. Also die Art, wie es war nicht zu kitschig, es war ein gewisses Maß an Drama, vielleicht tatsächlich an mancher Stelle zu viel, aber es muss natürlich auch ein bisschen überspitzt sein, weil sonst ist es ja auch langweilig. Also ja, aber alles in allem wirklich eine coole Liebesgeschichte in Alaska, die mich sehr mitgenommen hat und begeistert hat. Und ja, wäre das Spielchenspiel ein bisschen weiter nach hinten gerückt, wäre es tatsächlich wirklich ja, das perfekte Highlight gewesen. Also ja, ist knapp dran sozusagen vorbei, finde ich aber gar nicht schlimm. Ich werde mir tatsächlich auch die anderen beiden Bände holen, weil ich mir die wunderbar an einem Sonntagnachmittag im Garten vorstellen kann und mich dann einfach nach Alaska träume und denke, das ist echt cool. Also ich bin wirklich angetan für alle, die Liebesgeschichten mögen, die nicht zu kitschig sind, die nicht zu schnulzig sind, die werden hier definitiv ihren Spaß haben und ja, wer eben auch nicht auf das zu prickelnde steht und nicht auf das zu, wir sehen uns 3 Stunden und haben, ja, die Explosion in einem, der ist hier absolut richtig. Also das darf man nicht von dieser Geschichte erwarten und das ist ja, würde ich auch gar nicht lesen. Mir hat das wirklich super gut gefallen und ich bin positiv überrascht, ja, dass das so, also ich, nicht, dass ich schlimme Befürchtungen habe, habe ich bei Liebesgeschichten gefühlt immer, aber ja, ich fand das wirklich toll. Hat mir gut gefallen und ja, hat mich so ein bisschen aus dem Leseloch der Woche auch herausgebracht. Dafür vielen, vielen lieben Dank. So auch Der Teufel von New York von Lindsay Fay, unser März-Leseclub-Buch, was wir diese Woche gestartet haben. Wir haben auch noch nicht so viel gelesen. Ich glaube, 3 Leseabschnitte müssten es sein, die wir gelesen haben. Ja, 150 Seiten. Den heutigen, meinen heutigen von Samstag habe ich noch nicht gelesen. Ja, wir haben ja im Februar darüber abgestimmt, haben dann auch gesagt, wir werden erst nach der Buchmesse starten, weil am Buchmesse-Wochenende ist an Lesen nicht zu denken. Und wir lesen das jetzt auch noch bis, glaube ich, nächsten Freitag, bis zum 30. Also packen es komplett in den März. Und es startet 18:45 in New York. Die Polizei ist gerade so ja, aus den Schuhen gehoben worden. Und wir treffen hier auf Timothy, der eben ein Polizist ist, der uns ja, seine Lebensgeschichte darstellt und zeigt, die schon sehr heavy und dunkel und düster ist. Aber eben auch ein Mädchen findet, und die sieht man schon auf dem Cover, die blutüberströmt ist. Ja, und dann trifft er ja eben auf einen Raum, ein Zimmer, ein, ja, Begebenheit, wo er ganz viele Kinderleichen findet. Ich glaube, da steht auch so viel schon hier hinten drauf. Ja, es ist ein historischer Roman, der in einem New York spielt, das ich unglaublich eklig, widerlich und boah finde. Es hat ein bisschen Gangs of New York Feeling, das ist mir ziemlich in den ersten 50 Seiten aufgefallen, und Timothy hat jetzt auch etwas von Leo DiCaprio in meiner Fantasie, und ich habe ja eine sehr lebhafte Fantasie, ihr könnt euch das vorstellen, ich sage nur Christian Bale im Sheriff-Kostüm. Ja, das klappt bei mir ganz gut, und ja, es hat etwas sehr Düsteres, Makabres, und es war sehr spannend. Es war anfänglich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wie Lindsay Fay so den Roman angefangen hat. Man gewöhnt sich aber sehr, sehr schnell an den Schreibstil, der anfangs so ein bisschen stolprig wirkt, dann aber, wenn man es durch die Augen dieser Zeit sieht, irgendwie gut findet. Ich krieg's nicht anders erklärt. Ich fand jetzt wirklich die ersten 150 Seiten sehr gut. Es wurde gefühlt immer spannender. Es wurde auch an mancher Stelle sehr eklig und gruselig und
ja, schon fast zu düster. Also es ist mir schon fast ein bisschen too much und dachte mir dann auch so, oh, Frankenstein Chronicles, die Serie, da hast du noch gedacht, oh, auch Jack the Ripper ist ja sehr oft sehr widerlich. Das hat hier so ein bisschen ein ähnliches Feeling, einen ähnlichen Charakter. Mal gucken. Also es darf jetzt nicht noch mehr werden. Ich glaube, das ist dann schon, wo ich so meine Augen zumache und denke, hoch, jetzt überblätterst du mal zwei Seiten. Es macht schon den Anschein, wie wenn es so blutig wird, wie es das Cover sozusagen verspricht. Man kann jetzt natürlich nach 150 Seiten noch nicht so viel sagen. Es ist eben, ja, wirklich dieses historische Feeling, was ich großartig finde, aus einer Zeit, von der man gefühlt nicht viel weiß, auch nicht aus der Entstehung der Polizei. In unserer Zeit weiß man ja, wie Polizei funktioniert, weiß man, ja, wie man damit umzugehen hat. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass es eine Zeit ohne Polizei gab. Klar, gab es früher auch Sheriff und im Wilden Westen und so, aber das ist hier wirklich sehr cool gezeigt. Also, dass auch wie die Menschen das annehmen oder auch nicht und welche Wege sie da gehen und also es macht Spaß. Also es hat mich jetzt auf 150 Seiten wirklich gut unterhalten und ich denke mal, dass ich da auch auf jeden Fall ja, direkt dann weiterlesen werde und freue mich dann auch auf die nächsten Leseabschnitte und werde nächste Woche auf jeden Fall darüber berichten, wie mir das noch gefallen wird. Und da wir jetzt schon mal beim Leseclub sind, ihr habt vielleicht, also bei mir heute, bei euch gestern im Leseclub gesehen. Wir haben total vergessen, wir sind die Mädels vom Leseclub, vor der Leipziger Buchmesse eine Umfrage für das Aprilbuch einzustellen. Wir waren einfach mit anderen Dingen beschäftigt und da ja, ein paar von uns unglaublich gern ein Buch demnächst lesen wollen und wir gesagt haben, ob wir es jetzt abgetrennt vom Leseclub gemeinsam lesen oder es vielleicht einfach in den Leseclub packen, ohne eine Umfrage, steht jetzt sozusagen schon das Aprilbuch fest. Und es wird Shoal Dicker, die Wahrheit über den Fall Harry Quebert. Ein Buch, das ja gefühlt nur positive Stimmen hat. Und jetzt kommt gerade die Sonne ganz doof rein. Ich hoffe, es geht trotzdem. Ja, ein Buch, das ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Und ich tatsächlich jetzt große, große Lust habe, das zu lesen. Und was ist schöner, als es einfach gemeinsam zu lesen? Es ist natürlich schon ein bisschen ein dickeres Buch, glaube ich, mit über 700 Seiten. Dementsprechend werden wir natürlich ein bisschen mehr als 10 Tage dran lesen, da wir ja immer versuchen, die 50 Seiten einzuhalten. Wird also ein bisschen früher losgehen im April. Ich denke mal, dass es 12, 13 Tage werden. Und wenn man so das letzte Datum so zurückrechnet, ich muss mal gucken. Ich bekomme auch Ende April Besuch. Den muss ich mit einplanen, weil ich da natürlich nicht groß zum Lesen komme. Aber ja, guck da auf jeden Fall im Leseclub. Da wird dann im Grunde, oder vielleicht steht auch das Datum schon dort. Das könnte ich natürlich jetzt einteilen. Und bevor ich den Beitrag mache, den ihr dann gestern schon gesehen habt, ihr versteht. Ja, die Zukunft, Steffi. Hallo. Ja, vielleicht mache ich das auch so und schreibe direkt das Startdatum schon rein. Dann wisst ihr theoretisch, wenn ihr das Video seht und im Leseclub seid schon, wann es losgeht. Ich glaube, das macht so Sinn. Ja, und ich freue mich mega drauf. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, es ist okay, dass wir diesmal keine Abstimmung gemacht haben. Aber ich hätte jetzt eine Abstimmung, die jetzt noch eine Woche geht, tatsächlich auch zu knapp gefunden. Wenn man dann sagt, man fängt eben am 15. schon das Lesen an. Manche ja doch das Buch dann vielleicht jetzt bekaufen wollen. Und so habt ihr jetzt natürlich eine Woche mehr, um es euch zuzulegen, in der Online zu gucken, in der Bib zu gucken, bei Gebrauchthändlern zu schauen. Und ich freue mich drauf. Es geht hier ja, es war das erfolgreichste Buch des Jahres und es heißt hier ein Skandal erschüttert das Städtchen Aurora an der Ostküste der USA. 33 Jahre nachdem die ebenso schöne wie geheimnisumwitterte Nola spurlos verschwand, taucht sie wieder auf. Als Skelett im Garten ihres einstigen Geliebten. Der berühmte, zurückgezogene, lebende Schriftsteller Harry Quebert steht plötzlich unter dringendem Mordverdacht. Und ich finde, es klingt einfach irgendwie spannend und es soll ja wirklich herausragend sein. Und ich möchte das jetzt entdecken und ich möchte das lesen und freue mich da auf den gemeinsamen Austausch. Es haben mich immer mal ein paar gefragt, ob man beim Leseclub einfach mitmachen kann. Ja, ihr findet den Link immer unten in der Infobox. Und ja, da, wenn ihr mal dabei seid, seht ihr dann auch, welche Bücher schon gelesen wurden. In der Regel gibt es immer so um den 15. des Vormonats eine Umfrage für das Buch in der
im darauffolgenden Monat und theoretisch lagen eben alle Mädels, alle vier, im Buch vor, was dann eben gemeinsam gelesen wird. Das Ziel ist, sind Subbücher, es werden also in der Regel keine Neuerscheinungen oder ähnliches gelesen, sondern wirklich Bücher, die wir alle irgendwie auf dem Sub haben, die irgendwie ein Motto haben, Jugendbuch, historisches, Thriller. Wir haben jetzt auch ja einmal ein Buch von einem Autor, verschiedene Bücher vorgeschlagen. Und demzufolge werden wir das jetzt im April lesen und guck da gerne im Leseclub vorbei. Auch im April werden wir in der Dan Simmons Lesegruppe, ebenfalls in der Infobox, Göttin des Todes lesen. Das ist ein dünnes Büchlein, mal zur Abwechslung von Dan Simmons. Ein Buch, das mich mega anfixt, das ich mir ja gebraucht auch gekauft habe. Ich glaube bei Rebuy oder Medimops, was auch relativ günstig war. Und es ist ein Horrorroman und es war wohl sogar sein Debütroman, wenn ich mich erinnere. Ja, der beste Erstlingsroman, den ich je gelesen habe, sagt Dean Koontz. Und auch das werde ich jetzt, denke ich, dann heute Morgen einteilen und in der Dan Simmons Lesegruppe dann auch, einstellen. Ich denke mal, dass wir damit relativ früh im April anfangen werden, damit sich die beiden Bücher nicht überschneiden. Da ich persönlich es immer schwierig finde, wenn man schon zwei Bücher gemeinsam liest und man aber noch mehr Lesezeit hat, dann gefühlt noch eine dritte Geschichte anzufangen. Klar, geht das mit einem Hörbuch nebenbei immer ganz gut, dass das so das dritte Buch ist, aber sonst finde ich, ich finde es persönlich für mich einfach zu viel und ich teile mir diese gemeinsamen Lesestunden sozusagen auch ein bisschen auf. Deswegen wird Göttin des Todes jetzt Anfang April gelesen, vielleicht überschneidet sich's um einen Tag und dann kommt das Leseclub-Buch und ich denke, ja, damit fliegen wieder zwei Subbücher runter und ich freue mich da sehr drauf und bin auch sehr gespannt auf den Dan Simmons. Guckt in die Infobox, da findet ihr wirklich alle Leseclubs. Und im April lesen wir ja dann auch den Harry Potter, den zweiten Teil, den ich schon eingeteilt habe. Und das denke ich jetzt auch im Laufe der Woche im Harry Potter Leseclub, ja, es sind zu viele Lesegemeinschaften, die Einteilung zeigen werde. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich sie sogar schon hochgeladen. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Gemacht habe ich sie auf jeden Fall schon. Und auch das ist ja das freie Lesen, wo jeder lesen kann, wie er möchte. Und ich stelle mir schon vor, dass ich tatsächlich mir das wieder so an ein, zwei Tagen eigentlich gerne hernehmen möchte und genießen möchte. Theoretisch ist ja der Ostersonntag der 1. April. Da könnte man ja schon damit anfangen. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Aber ich freue mich auch sehr auf den Harry. Und ich glaube, soweit buchtechnisch habe ich alles. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwas auf meinem Zettel habe. Ich habe Urlaub in der nächsten Woche. Die Woche habe ich noch angeguckt. La La Land läuft auf Amazon Prime. Und seitdem habe ich wieder einen absoluten Ohrwurm. Ich kann zwar gefühlt nicht singen, weil das wirklich nicht gut klingt. Auch nicht nach Bonnie Taylor. Aber ja, City of Stars ist schon einfach geil. Wenn das ein Ryan Gosling singt, bin ich auf jeden Fall hin und weg. Ja, heute gekauft habe ich mir die Hücke. Das ist die Nummer 5. Frühlingserwachen. Nicht nur ein geiles Cover, wie ich finde. Einfach glücklich sein. Ich denke, das ist, ja, ich habe auch schon ein bisschen reingelesen. Ich denke auch, jetzt perfekt so fürs Urlaubswochenende und für die Urlaubswoche, um da ein bisschen, das zu genießen. Und, ich glaube, jetzt habe ich so ziemlich alles. Habe ich ganz schön lange gequasselt, ne? Aber die Stimme hält wahrscheinlich jetzt nicht mehr lange, dann ist es vorbei. Aber ja, haben wir gut hinbekommen. Es ist, wie gesagt, es tut mir leid, dass ich heute so ein bisschen komisch klinge, aber es lässt sich ja nicht vermeiden. Ich hoffe, dass das einfach so bleibt und ich meine Urlaubswoche genießen kann, entspannen kann und videotechnisch diese Woche. Ich bin tatsächlich noch unschlüssig. Theoretisch möchte ich den Vlog fertig machen für die Leipziger Buchmesse. Neuzugänge-Video wäre, denke ich, diese Woche auch nicht schlecht. Es ist ja dann auch schon am Karfreitag der 30. Mal gucken, ob die Woche noch irgendwas an Shopping geplant ist, dass ich da irgendwo noch Bücher bekommen könnte oder ob ich das vielleicht auch einfach schon für Dienstag, Mittwoch irgendwie fertig mache, dass dann entweder Dienstag oder das Donnerstagsvideo das Neuzugänge-Video ist. Da müssen wir mal gucken, weil es kommt auch nur ein Video. Ich weiß es tatsächlich, ich habe ja auch Urlaub und möchte da ja auch ein bisschen entspannen, aber ich denke, das ist auch nicht weiter tragisch. So, jetzt habe ich aber genug gequasselt. Mich interessiert natürlich, wie ihr meine Neuzugänge von der Buchmesse findet, ob ihr beim Leseclub dabei seid, ob ihr bei Dan Simmons dabei seid, was ihr diese Woche gelesen habt. Und ob ihr tatsächlich vielleicht so ein Hörbuch
Tipp habt nach der Clifton-Saga, wo ihr sagt, wenn dir das gefallen hat, hört dir das an oder lest, also hören eher, tatsächlich eher hören, hört dir das an, das wird dir auch gefallen. Gerne immer in die Kommentare und ihr findet auch alles in der Infobox, worüber ich so ein bisschen heute gequasselt habe. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Bücherwoche, auch wenn der vordere Teil doch ein bisschen buchmesselastig war. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt gerne ein bisschen gelauscht. Ich danke nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und allen, die krank sind, gute Besserung und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.